In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr mit eurem mobilen iOS- oder Android-Gerät an einer Jitsi Meet-Sitzung teilnehmen könnt. Ich selber habe nur Android, deshalb zeige ich das jetzt exemplarisch auf Android, funktioniert aber auf iOS analog. Der erste Schritt sollte sein, dass ihr in euren App Store geht, ist jetzt bei Android der Play Store und hier suche ich dann einfach nach Jitsi oder nach Jitsi Meet. Vorsicht, die App heißt nicht Jitsi, sondern die heißt wirklich Jitsi Meet, nur mit der funktioniert das Ganze. Ich drücke einmal auf Installieren und warte, bis sie runtergeladen und installiert ist. Wenn ihr an einem Meeting teilnehmen wollt, dann braucht ihr einen Link und eventuell ein Passwort. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn ich jetzt den Link anklicke, dann komme ich erstmal in den Browser. Hier werde ich dann darauf hingewiesen, dass ich doch bitte die App herunterladen soll oder fortfahren kann mit der App. Das Continue to the App funktioniert nur, wenn die App schon vorher installiert ist, was ja bei uns jetzt der Fall ist. Ich klicke dort einmal drauf und jetzt werde ich gefragt, ob die App auf mein Mikrofon zugreifen kann und natürlich auch auf die Kamera. Das solltet ihr beides zulassen, da wir ja hier von einem Videokonferenzsystem sprechen, das eben Zugriff auf diese beiden Funktionen braucht. Das Meeting, das ich jetzt betrete, hat ein Passwort, entsprechend kopiere ich mir das raus und füge das dann hier ein. In der unteren Bildleiste hat man jetzt die Möglichkeit, das Mikrofon und die Kamera auszuschalten. Ich würde immer empfehlen, das Mikrofon auszuschalten, solange man nicht spricht und erst für den Moment einzuschalten, wo man spricht und dann wieder auszuschalten. Manche Geräte machen einfach unangenehme Störgeräusche, man hört vielleicht das Mikrofon brummen, vielleicht habt ihr einen lauten PC-Lüfter, den man hört oder einfach einen lauten Atem und das möchte niemand in der Konferenz hören, deshalb immer nur unmuten oder die Stummschaltung aufheben, während ihr auch wirklich sprecht. Jitsi Meet kann nicht nur Audio- und Videochat, sondern auch Textchat, ganz klassisch, das geht auch. Wichtig zu wissen bei Jitsi ist, dass euer Name den anderen Teilnehmern angezeigt wird. Der wird standardmäßig schon vom Handy im Hintergrund ausgelesen. Habt ihr da Quatsch eingestellt oder wollt ihr unter einem anderen Namen erscheinen, dann geht einfach mal in die Einstellungen der Jitsi App und dort könnt ihr dann euren Nutzernamen ändern. Bei mir steht da jetzt Useful Vid zum Beispiel drin. Optional könnt ihr dann auch zum Beispiel eure Mailadresse eingeben. Jetzt habt ihr alles und wisst ihr alles, was ihr braucht, um an einem Jitsi Meeting auf eurem Mobilgerät teilzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo. Ihr könnt das Video natürlich an alle weitergeben, die Probleme haben, einem Meeting beizutreten.